was die Gemeinwohlökonomie genau ist. Dazu gibt es dann noch Gelegenheit, mit ihr draußen zu sprechen. Ich möchte jetzt gleich darauf hinweisen, dass wenn ihr den Christian dazu näher fragen wollt, dann anschließend viel Gelegenheit ist. Also es ist so ein Projekt, wo du mit vielen Unternehmerinnen oder viele Unternehmerinnen auch an dich herangetreten sind, anlässlich deiner Bücher, wo man mal anfangen kann. Ein anderes Projekt, was du gerade betreibst, ist die Demokratische Bank. Also es sind Beispiele rund um den Christian Felber, wo man hier beginnt, wo bei uns auch viele sind, die sagen, wir wollen anfangen. Und die haben sich bei diesen zwei Projekten engagiert. Da gibt es dann eben nachher viel Gelegenheit zum Reden. Und jetzt würde ich vorschlagen, wollen wir nicht aufmachen Richtung Publikum, damit auch die Leute im Saal Statements abgeben können, eventuell auch Fragen. Und da würde ich jetzt bitten, die Barbara das Mikro im Saal herumzugeben und wir teilen uns eins. Ja, okay. Ich sehe sie jetzt ganz schlecht. Genau. Was hat euch berührt oder was möchtet ihr jetzt teilen? Da hinten habe ich gleich jemanden auf der linken Seite. Ein bisschen warten bitte, sonst hören wir dich nicht. Manche schon, aber manche vielleicht brauchen es. Und es gibt auch welche oben auf der Galerie, die euch sonst schlecht hören. Okay. Geht schon. Geht das? Okay. Ich habe eine Frage zu diesem Index, der in diesem Film erwähnt wurde. Wozu sollten wir diesen Index überhaupt anwenden? Ich meine, ein Index, um Glück zu messen, ist an sich ganz gut. Allerdings hat es auch vorher geheißen, wenn wir uns vergleichen mit anderen, ich weiß nicht, Unternehmen oder mit anderen Leuten, zerstören wir unser eigenes Glück, weil wir sehen, aha, wer hat was Besseres oder was Tolleres oder was Schöneres oder sonst irgendwas. Wozu also dieser Index? Warum nicht einfach lassen? Okay, wir sammeln einmal ein paar Statements. Also eine Bemerkung, wie ich zuerst sagen, ist, dass wenn wir in eine lokale Ökonomie hineingehen, dann wie wird es aussehen mit dem Wachstum, ökonomischem Wachstum? Werden wir ein Nullwachstum haben oder vielleicht sogar eine Schrumpfung des Wachstums bekommen? Und dann auch eine Frage an Christian Felber oder an irgendwelche Leute von dem Publikum. Wie schätzen Sie diese Glück, Gross National Happiness in Bhutan zum Beispiel, das von England oder aus Frankreich oder von UNO jetzt betrachtet wird, um unser politisches System sich schwer für mich, ich bin nicht Deutsch, weil jetzt gibt es, es ist kein Witz, aber es macht mir glücklich, jetzt gibt es im Juli zum Beispiel gibt es eine Generalassemblee im UNO, im ONU und sie reden jetzt über das Glück national, Gross National Happiness in unserer Politik zu ziehen. Ja? Und wie sieht das aus für Wirtschaftler sowie Christian Felber oder irgendwelche Mensch, ja? Okay, das war es. So, zwei Fragen. Schrumpfung und Post-National Happiness. Wo kommt denn in einer Localized Economy das Handy, das Notebook oder alles, was irgendwie ein bisschen mehr Kollaboration als es auf lokaler Ebene möglich ist, wo kommt das alles her? Ich glaube gern bei landwirtschaftlichen Produkten und bei derartigen Dingen, die bei unseren Großvätern quasi den Wohlstand möglicherweise definiert hat. Aber wollen wir wirklich, oder wer von hier im Saal möchte auf den Lebensstandard, den wir durchaus auch teilweise schätzen, der auch den gedanklichen Austausch ermöglicht, durchaus auch von einem Roland Felber, von Ihnen, Herrn Felber? Vorname tut mir leid, habe ich vielleicht verwechselt. Mischung aus Roland Berger und Christian, ja, Felber. Genau, wunderbar. Aber ich meine, auch über Sie habe ich ja zum Beispiel im Internet gelesen, Sie nutzen das auch durchaus aktiv. Also wollen wir auf das verzichten und wo kommt das, wenn nein, wo kommt das in so einer Localized Economy her? Wer baut die Server? Danke. Gut, also das waren, dann versuche ich ein bisschen etwas zu sagen zu diesen Fragestellungen und zu diesen Überlegungen. Fange gleich mit der Localized Economy an. Vielleicht nur zur Wahrnehmung, ich stehe nicht zu 100% jetzt für die Inhalte dieses Filmes.
Aber ich habe mir natürlich sehr viel Gedanken gemacht über Regionalisierung, Deglobalisierung. Und ein für meine Begriffe sehr, sehr brauchbares Konzept ist ökonomische Subsidiarität oder anders gesagt der Vorrang für das Lokale. Und das heißt nicht, dass alles lokal erzeugt werden muss, sondern dass die lokale Produktion Vorrang genießt, aber was nicht sinnvoll oder gar nicht lokal und eben nicht arbeitsteilig produziert werden kann, das darf natürlich gerne auf einer höheren Ebene entsprechend dem Konzept der Subsidiarität erzeugt werden. Subsidiare heißt, dass die höhere Ebene einspringt, wenn die untere Ebene es nicht alleine schafft. Subsidiare heißt helfen. Und heute, um es vielleicht mit einer Metapher zu beschreiben, ist der Weltmarkt und das Importierte ist die Suppe und das Lokale ist das Salz in der Suppe. Das korrekte Verhältnis wäre umgekehrt. Die Suppe sollte lokal gekocht werden, aber die Gewürze dürfen vom Weltmarkt kommen. Und so ist es eben keine ausschließende lokale Ökonomie, aber eine vorrangig lokale Ökonomie. Wir importieren heute Granit aus China, Äpfel aus Chile, Butter aus Neuseeland und Holz aus Sibirien. Das macht keinen Sinn und insbesondere die Nahrungsmittelversorgung, die Energieversorgung und die Rohstoffversorgung und die Abfall- und Abwasserentsorgung, das muss ganz, ganz stark lokalisiert und regionalisiert werden. Eine Fahrradfabrik ist vielleicht etwas Mittel auf der Meso-Ebene. Die muss nicht in jedem Dorf eine Fahrradfabrik stehen. Aber ich glaube, es ist sinnvoller, die Fahrräder in Österreich oder in Europa zu produzieren und nicht in Australien. Aber ob jeder Staat eine eigene Mikrochip-Fabrik braucht, das ist dann eine dritte Frage. Und wenn sich das unter Berücksichtigung der ökologischen Kostenwahrheit und aller anderen Externalitäten, die heute nicht eingerechnet sind in den Preisen, wenn sich das dann noch ausgeht, dann dürfen, glaube ich, auch einige Dinge global erzeugt werden. Aber das ist nur so eine Richtschnur und im Detail müsste man dann sich das genauer anschauen. Wichtig ist aber, dass diese Richtschnur ein diametral anderer Ansatz ist als der Freihandel. Das ist vielleicht wichtig und der Freihandel ist heute gültiges Völkerrecht. Und wenn man der lokalen Produktion heute rechtlichen Vorrang einräumen würde, wäre das ein Verstoß gegen gültiges WTO-Recht der Welthandelsorganisation, das muss man dazu sagen. Und dieses Recht gehört ersatzlos abgeschafft, nämlich Freihandel und internationale Arbeitsteilung aus Prinzip. Christoph Leitl, Generalsekretär der Wirtschaftskammer, hat gejubelt, schon 60% unseres Wohlstands wird im Ausland erzeugt. Das ist die Exportquote Österreichs. Wenn über 60% jubelt, heißt das 70% besser sind als 60% und 80% besser als 70% und 100% das Ideal. Das heißt, dass alles, was hier in Österreich konsumiert wird, importiert wird und alles, was hier in Österreich produziert wird, exportiert wird. Dieses Ideal teile ich natürlich nicht und das wäre sozusagen ein anderer Ansatz. Die anderen Fragen versuche ich ein bisschen kürzer zu beantworten. Zunächst die Wachstumsfrage. Ja, wenn wir das messen, was wirklich zählt, dann kann es uns vollkommen egal sein, wie sich das BIP entwickelt. Wenn alles das, was die Lebensqualität ausmacht, nämlich dass alle Menschen einer sinnhaften Betätigung nachgehen können, dass sie einen gesicherten Lebensunterhalt haben, dass ihre Grundbedürfnisse befriedigt sind, dass wir ausreichend mitbestimmen können und Zeitwohlstand genießen, dann ist es uns vollkommen wurscht, ob die monetären Indikatoren steigen oder zurückgehen. Die sind einfach irrelevant. Es wird sich niemand mehr dafür interessieren, ob die monetären Aggregate steigen oder fallen. Also Wachstum ist dann einfach keine Frage mehr, kein Gegenstand des Interesses. Und die berechtigte erste Frage, die geht für mich am tiefsten und in die Philosophie dann hinein. Auf der Makroebene ist es leicht. Ich denke, es ist vollkommen legitim, dass sich eine Gesellschaft, es geht um das Vergleichen. Sich miteinander vergleichen ist der Anfang allen Unglücks. Zitat Kierkegaard, ja, also da gebe ich zunächst recht. Aber wenn sich ein Land mit sich selbst vergleicht, in dem Sinne, dass sich eine Gesellschaft Ziele setzt und schaut, ob sie diese Ziele erreicht, dann ist das ein sinnvolles und legitimes Vergleichen, weil es ein menschliches Grundbedürfnis ist, zielorientiert zu handeln und sich im Leben Ziele zu setzen und die auch zu versuchen zu erreichen. Das ist nichts Pathologisches, das ist nichts Ungesundes, das ist was ganz Sinnvolles. Das ist nämlich Klarheit im Selbstverständnis. Wer sind wir und was wollen wir? Und wenn wir das definieren können, was wir wollen, und dann auch messen können, ob wir das erreichen, was wir wollen, dann macht das eine Gesellschaft glücklicher. Und das Ziel sollte natürlich nicht sein, dass dann Österreich besser ist als die Schweiz. Das ist eine andere Frage. Darum geht es aber dann auch nicht, sondern Österreich sollte sich vielleicht einen anderen Wohlstandsindikator nehmen als die Schweiz,
macht ja dann auch gar keinen Sinn, dass alle den gleichen haben, sondern der Wohlstandsindikator ist ja dann Ergebnis einer demokratischen Diskussion. Und ich kann mir schon vorstellen, dass die Schweiz in einem demokratischen Prozess einen etwas anderen Wohlstandsindikator zustande brächte als Österreich und würde das auch durchaus begrüßen, weil das eben Ausdruck einer demokratischen Vielfalt ist. Ich muss zum Schluss kommen. Genau. Genau. Auf der Unternehmensebene, das ist das Letzte, auch auf der Unternehmensebene macht es Sinn, sich Ziele zu setzen und die Zielerreichung zu messen. Jetzt wird es natürlich sehr kompliziert, ob das nötig ist, dass sich auch Unternehmen vergleichen. Das sehe ich, ist eine korrekte Kritik an der Gemeinwohlbilanz, der Gemeinwohlökonomie, welche Unternehmen miteinander verglichen werden. Und so gesehen ist das nicht der Optimalzustand oder der Idealzustand. Der Idealzustand ist, dass wir alle aus intrinsischer Motivation, nämlich aus eigenem Antrieb, Gutes tun und zum allgemeinen Wohl beitragen. Wenn wir soweit sind, bin ich für die Abschaffung aller Gesetze und für die Abschaffung aller Vergleiche. Solange wir soweit nicht sind, was machen wir mit privaten, kleinen Einheiten, Unternehmen, wo jedes etwas anderes darunter versteht, was sein Auftrag ist und worin sein Erfolg verstanden wird? Was machen wir dann, wenn sich 13 sozial und ökologisch und rücksichtsvoll verhalten und 14 asozial und egoistisch und gemeinwohlschädigend? Deshalb, das ist die Begründung, deshalb braucht es hier einen Vergleich zwischen den Unternehmen, um zu sehen, wer tut etwas für die Gemeinschaft, für das Gemeinwohl, für die Werte, auf die wir uns demokratisch geeinigt haben und wer nicht. Deshalb braucht es das. Wenn jemand einem anderen eine bessere, andere Regelung einfällt, dann werde ich die im Sinne des vorhin Gesagten, was das Optimale ist, was das Idealziel ist, sicher unterstützen. Aber die Gemeinwohlökonomie ist ein Übergangsstadium von der jetzigen Situation, wo alle Unternehmen nur die Finanzbilanz erstellen und das Unternehmen sich gegen andere durchsetzt, das einen höheren Finanzgewinn erzielt. Und das führt zu dieser furchtbaren kapitalistischen Systemdynamik von heute. Das ist da die Dystopie. Und zwischen der Dystopie und der Utopie brauchen wir ein Übergangsstadium. Und das Übergangsstadium ist, dass wenn wir schon die Unternehmen vergleichen in der Zielerreichung dessen, was sie tun, dass wir dann sie wenigstens darin messen, was sie Sinnvolles für die Gemeinschaft tun. Dankeschön. Jetzt gehen noch ein paar weitere Hände rauf. Ja, ich möchte Ihnen auch noch die Gelegenheit geben, dass Sie noch etwas beitragen oder fragen. Und dann möchte ich gerne die Initiativen vorstellen. Barbara, kannst du die sehen? Also da war hinten jemand in der letzten Reihe und weiter in der Mitte habe ich eine Hand gesehen. Bitte alle aufzeigen, die jetzt noch was sagen wollen. Ihr gebt das weiter oder wie funktioniert das? Also, okay. Was ich sagen will, sollten wir nicht von den sogenannten traditionellen Strukturen wie diese Unternehmen und so weiter abgehen und versuchen, globale Lösungen global zu finden, die aber demokratisch lokal anzuwenden? Danke. Ich hätte die Frage, welche politischen Strukturen könnten diese Veränderungen möglich machen? Also was braucht man da an politischen Strukturen? Man könnte auch sagen, welches politische System kann sowas leisten? Und wie kommt man dahin? Ja, danke. Das ist klar, verständlich. Dann versuchen wir es bei den... Bitte da, nimm das Mikro. Gleich anschließend auch an die Diskussion gestern und zur letzten Frage, wie kommen wir aus dem Teufelskreis der Dollardemokratie weg, wo es eben wirklich nur darum geht, wer mehr Kohle hat, der bestimmt eben, das was gestern auch diskutiert hast, Christian, aber da ist eben auch keine Lösung, wie kommen wir da raus aus dem Teufelskreis, wo sich gerade auch die Vermögen immer mehr sozusagen nach oben hin verschieben und wo die einzelne Stimme nichts mehr zählt, beziehungsweise niedergeknüppelt werden kann. Dankeschön, dann gebe ich das Mikro weiter. Diesmal. Ganz kurz. Passt? Nein. Okay. Nein, passt eh gut in dieser Reihenfolge. Globale Lösungen statt Unternehmen.
ja, was sind denn diese Lösungen? Ich glaube, es gibt Widerstand gegen das Wort Unternehmen, weil wir Unternehmen mit dem verbinden, wie Unternehmen heute typischerweise organisiert sind, programmiert sind und welche Ziele sie anstreben. Wir haben bei den Anfängen der Entwicklung der Gemeinwohlökonomie deshalb anstatt von Unternehmen von Bedürfnisbefriedigungseinheiten gesprochen, um einen Kompromiss zwischen Unternehmen und Lösung. Bei genauer Reflexion des Begriffs Unternehmen habe ich in mir aber nicht den leisesten Widerstand gefunden, weil Unternehmen heißt einfach, dass man es unternimmt. Ist doch total sinnvoll, das ist eine Initiative. Und nur weil Unternehmen heute so konnotiert ist oder semantisch aufgeladen ist, wie es eben ist, deshalb würde ich den Begriff nicht wegwerfen. Aber wenn ein schönerer, ein treffender, ein stimmigerer Begriff gefunden wird, bin ich jederzeit bereit. Oder können... Wie? Special Interest Group ist ein interessanter Vorschlag. Ja? Ich denke, die Diskussion ist eröffnet und in 3 Wochen werden wir dann systemisch konsensieren, welcher Begriff hier auf den geringsten Widerstand stößt. Aber die eigentliche Aussage ist, wir müssen uns sehr gründlich und sorgfältig darüber verständigen, was ein Unternehmen zu leisten hat, welche Ziele es verfolgen soll, wie die Zielerreichung gemessen wird und was ein Unternehmen überhaupt dürfen soll. Und vielleicht ein kleiner Gedanke nur dazu. In einer Gesellschaft gibt es natürliche Personen, das sind wir Menschen. Und hier, glaube ich, sollten wir einen sehr, sehr liberalen Ansatz kultivieren, dass wir unsere Freiheit nur dort regeln und begrenzen, wo die Freiheit anderer gefährdet ist. Aber bei den juristischen Personen, da müssen wir eben etwas genauer denen vorgeben, was sie tun sollen. Und ich glaube, es ist zu wenig, dass man bei den juristischen Personen die Regeln nur darauf begrenzt, dass sie anderen nicht schaden dürfen, weil da eben eine Systemdynamik entsteht. Und deshalb glaube ich, dass es wichtig ist, die Unternehmen auf das gleiche Ziel zu programmieren, das sich die Menschen von der Gesellschaft insgesamt wünschen und erwarten. Ihre Verfassungswerte, ihre Beziehungswerte, ihre 10 wichtigsten Indikatoren für Lebensqualität oder eben ein gutes Leben. Und ganz unabhängig davon, ob die Special Interest Groups Unternehmen, Genossenschaften, Genossinnenschaften oder lokale Lösungen heißen. Die politischen Strukturen, in denen wir unsere Visionen und Alternativen verwirklichen könnten, um es kurz zu halten, dezentrale, partizipative und direkte Demokratie sind Schlagworte, aber sie werden offenbar verstanden. Ja. Dorthin muss es gehen und vielleicht, also das ist vielleicht ein Beitrag, sollten alle zivilgesellschaftlich Bewegten, die sich für unterschiedliche Inhalte einsetzen, von der Gentechnikfreiheit über den Klimaschutz, die Menschenrechte, die Regulierung der Finanzmärkte oder andere inhaltliche Präferenzen, den Tierschutz, dass sie sich gemeinsam in den nächsten Jahren hinsetzen, weil ich glaube, das ist eine ganz vorrangige und prioritäre Aufgabe, und gemeinsam ein neues Demokratiemodell entwickeln. Wir feiern in Österreich und in Deutschland sehr bald den 100. Geburtstag der Demokratischen Republiken. Und ich denke, das wäre ein würdiges Datum, dass wir die Demokratie 2.0 aufsetzen. Sprich, nach der repräsentativen und mittlerweile eine faktische Plutokratie verwandelten repräsentativen Demokratie, dass wir echte Demokratie oder zumindest echtere Demokratie, authentische Demokratie gefällt mir auch ganz gut. Und ich denke, wenn wir die dann haben, und da müssen wir uns aber mehrere Jahre gemeinsam hinsetzen und alle gemeinsam dran feilen, dann werden wir auch diejenigen Inhalte, die unsere Lieblings, von unseren Lieblingsinhalten, die mehrheitsfähig sind, problemlos durchsetzen. Und aus dem Teufelskreis der Dollardemokratie, das sozusagen die demokratische Dystopie ist, werden wir vielleicht herauskommen, indem wir die Wirtschaft hinter dem eisernen Vorhang hervorholen, der sie derzeit aus dem Reich der Demokratie abschottet. Sprich, dass die Demokratie selbstverständlich die Wirtschaft genauso durchfluten muss wie alle anderen Lebensbereiche, weil sie keine Extrawurst ist, sondern ein Teil dieser Gesellschaft. Und nur wenn die Wirtschaft radikal demokratisiert wird, dann wird die Demokratie insgesamt eine authentischere werden können. Das heißt, wir brauchen als eine vierte Säule neben regionalerer, partizipativerer und direkterer Demokratie, brauchen wir auch mehr Wirtschaftsdemokratie. Und ja,
um vielleicht noch den Kreis zu schließen, in der Gemeinwohlbilanz wird unter anderem gemessen, wie demokratisch Unternehmen organisiert sind, mit dem Zielideal der solidarischen Ökonomie, sprich die vollkommene gemeinsame Entscheidungsfindung und Verantwortungstragung und Risikotragung all derer, die die Arbeit in einem Unternehmen erbringen. Wunderbar, vielen Dank. Eine letzte Frage können wir noch mitnehmen. Ich finde diese Ansätze ganz großartig. Für mich stellt sich nur die Frage, und wie bekommt man die Mehrheit der Menschen, die ja jetzt gerade in dem System alle aufgewachsen sind und demgemäß auch gehirngewaschen sind, wie bekommen wir die dazu, dass sie fähig sind überhaupt für so eine Demokratie? Ich glaube, das kann die Sabine gut beantworten. Also wir können es gemeinsam probieren. Ich bin jemand, der ganz viel mit Bürgern und Bürgerinnen gearbeitet hat im Bürgerbeteiligungsprozess und ich habe ganz viele Bildungsangebote angeboten. Und ich weiß, dass die Leute, sobald sie tun und beim Tun lernen, das wunderbar machen. Man muss einfach an sie glauben und sie lassen, dann tun sie das. Und ein Beitrag zum Beispiel ist dieser Film. Ja. Und dann einfach im Tun begleiten. Wir bringen alle die Fähigkeit mit. Okay, dann würde ich vorschlagen, danke Christian, wir kommen zum nächsten Punkt heute. Wir haben noch 4 Initiativen da, die möchte ich jetzt gerne alle vorstellen und zu mir rausbitten. Das ist die Lisa Moore von Göttin des Glücks. Du kannst dir einen Platz suchen. Karl Totter von Bioenergie Morec, aus der Steiermark angereist, verdient auch einen Applaus für mich. Aus Niederösterreich angereist, oder? Stefan Beschorner von Ochsenherz, was hinter dem Namen steckt, werden wir dann auch gleich erfahren. Und Florian Weber von den Heavy Pedals. So. Ich mache das jetzt einfach in dieser Reihenfolge, wie ihr sitzt und ja, würde insofern gerne mit der Lisa anfangen und dich gern bitten, zu mir zu kommen und aufzustellen, weil man dich nicht sieht, wenn du sitzt. So. Göttin des Glücks. Wir haben heute angeschaut, die Wirtschaft des Glücks. Ja? Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, dass ihr das Wort Glück in euren Firmennamen nehmt? Was hat es denn damit auf sich? Wie wir 2005 4 Leute, ich bin einer davon oder eine davon, begonnen haben aus Spaß, weil wir uns so gut verstanden haben, ein paar Teile zu nähen und sie auch zu verkaufen, dem Ganzen dann auch per Zufall den Namen Göttin des Glücks gegeben haben, weil wir uns über Mythologie, Götterwesen und so weiter unterhalten haben und einfach das Motto Danke, mir geht's gut umsetzen wollten, weil wir vier heraus uns so gut verstanden haben und nach einem Jahr nach Beginn 2006 bereits festgestellt haben, dass das jetzt zum Business geworden ist und wir das eigentlich gar nicht vorgehabt haben. Wir hatten alle unsere eigenen Jobs und so weiter. Haben uns gedacht, machen wir weiter oder lassen wir es bleiben. Und wie wir uns dann entschlossen haben, das zum Business zu machen, haben wir gesagt, unsere eigenen Wertvorstellungen, Respekt, Würde, Vertrauen, und dann ehrliches Unternehmertum, ehrliches Wirtschaften, was ehrliches Sein als Mensch im privaten Umfeld, was uns ja immer schon wichtig war. Wenn wir das wirklich zum Business machen, dann müssen wir es auch in unserem Business implementieren. Und sind daher ein Jahr nach Firmengründung sozusagen über ein großes Kooperationsprojekt dann in den fairen Handel mehr oder weniger eingestiegen. Und dieses Göttin des Glücks ist einfach, die Göttin des Glücks begleitet uns in all unserem Tun, und hat uns gefunden, wir dienen ihr ja quasi als irdische Erfüllungsgehilfen und Gehilfinnen.
Und es ist uns einfach ganz, ganz wichtig und zu unserem Firmenkonzept und aus unserem Innersten herausgekommen, dass wir, wenn wir wirtschaften, wenn wir Unternehmer und Unternehmerinnen sind, dass wir das einfach so machen, dass dieses Danke, mir geht's gut, entlang der gesamten Kette bis hin zum Baumwollfeld durchexerziert wird. Und das kontrollieren wir auch. Ich komme gerade aus Indien und ich habe mir alle Produzenten, alle Lieferanten angeschaut. Es ist einfach ein haushoher Unterschied. Und das tun wir mit Leib und Seele, weil es einfach unserer Überzeugung entspricht. Okay, danke schön. Das heißt, bei euch geht das auf, dass ihr glücklich seid bei der Arbeit. Und jetzt habe ich rausgehört, so Kriterien sind, ihr betreibt Fernhandel, ihr fahrt dahin, ihr kennt die Menschen, die das machen, schon, dass die unter fairen Arbeitsbedingungen arbeiten. Was ist noch so das Besondere bei euch? Könntest du uns noch ein bisschen was mitgeben? Was sind so quasi die Erfolgskriterien, dass euch das Wirtschaften Spaß macht und das auch fair ist? Na, ich glaube, das ist einmal der Grund, der Hauptaspekt, dass wir einfach sehen, dass das, was wir tun, sinnvoll ist, dass wir damit was bewirken können, gerade in der Textilbranche, wenn man sich anschaut, was in der normalen, herkömmlichen Textilproduktion passiert. Und wenn man sich dann den Vergleich anschaut, was im fairen Handel und in der Biobaumwollwelt sozusagen anders ist, dann kann man, wenn man eigene Überzeugung hat von einer Wertvorstellung, kann man gar nicht anders als so wirtschaften. Ja, also das ist völlig unmöglich. Aber es ist natürlich durch diese Einstellung, durch die Kooperation mit EZA Fairer Handel, ist es einfach über die letzten Jahre auch zu unserer Mission geworden, da auch was wirklich zu tun und nicht nur Klamotten zu verkaufen, die fair produziert worden sind, sondern einfach auch wirklich auch den Menschen die Geschichte zu erzählen, ja, was sie selber tun können, was man als Konsumenten, Konsumentin tun kann, was man als Unternehmer tun kann. Und für uns ist es halt auch einfach ganz wichtig, mit Schulen zu sprechen, ja, mit Schülerinnen und Schülern, einfach denen, weil das sind die sind die Zukunft, ja, und die haben die nächste Wirtschaft in der Hand. Und insofern auch mit voller Kraft auch in der Gemeinwohlökonomie engagiert, weil das einfach Punkte sind, die zu unserem Tun und zu unserem Denken passen. Okay, also es gibt viele Dinge und es wird auch noch viele Dinge geben, die wir sind da noch lange nicht fertig auf unserem Weg. Genau. Man kann mit dir dann draußen sprechen. Wir müssen, nachdem ich euch alle vorgestellt habe, raus aus dem Saal, nämlich alle, weil dann der Folgefilm noch kommt. Das heißt, wir werden für die Lisa draußen einen Tisch einrichten, wo das Buffet ist. Und übrigens, heute gibt es extra Glühwein auch am Buffet. Also es lohnt sich natürlich wegen den Gesprächen in erster Linie da zu sein. Es ist aber auch fürs leibliche Wohl rundherum gesorgt. So, dann bitte ich den Karl Trotter heraus zu mir. Wie gesagt, extra aus der Steiermark gekommen. Ganz. Schönen guten Abend. Gleich am Anfang im Film ging es einmal darum, dass unsere Wirtschaft, vor allem seitdem sie auf Erdöl basiert, so ein Problem ist und dass wir davon wegkommen müssen. Sie leisten da einen ganz wesentlichen Beitrag dazu. Wie schaut denn das aus bei Ihnen? Ja, ist richtig. Ich bin der Karl Dotter, bin 44 geboren. 1944 geboren. Ich habe die Ökologie miterlebt. Vor dem Erdölzeitalter haben wir noch im Kreislauf der Natur gewirtschaftet. Dann sind wir in das Erdölzeitalter eingestiegen, dann haben wir einige Jahrzehnte sind wir von diesem Kreislauf ausgestiegen und ich sage, so mit 40 Jahren bin ich wieder in den ökologischen Kreislauf eingestiegen beim Wirtschaften. Ich selber bin Bauer, jetzt macht schon der Sohn, bin schon Pensionist, aber ich habe mit einem guten Team und mit den Menschen der Region haben wir, sage ich jetzt ganz bewusst, 4 Unternehmen gegründet, ich nehme das Wort Unternehmen in den Mund, lokale Unternehmen, regionale Unternehmen mit den Menschen der Region. Und das ist, glaube ich, das Hervorragende. Wir genießen das Vertrauen der Menschen der Region. Wir haben das auch nie missbraucht. Die Leute stehen hinter uns und da kann man viel schaffen. Wir haben begonnen 1990 mit der Biodieselerzeugung, zuerst aus Raps und dann vorwiegend jetzt aus dem Altspeisöl. 90% des Rohstoffes aus Altspeisöl und knapp 10% aus dem Raps. Wir haben dann die Stadt Murek umgestellt von der Fernwärme auf die Nahwärme. Das muss ich jetzt erklären, weil Fernwärme ist bei uns Öl aus den arabischen Ländern, Kohle aus Polen, Atomstrom vielleicht aus Frankreich, das war so. Wir sagen, mit den Ressourcen vor Ort, was vor der Haustür wächst und wenn die Sonne scheint, mit dieser Energie eine Stadt, eine Region zu versorgen. Wir haben dann auch eine Biogasanlage gebaut,
2005, wo wir Nebenprodukte verwerten von der Biodieselerzeugung und auch sehr viel Wirtschaftsdünger, weil bei uns gibt es viele Rinder, vor allem auch Schweine, und der wird verwertet und da steckt sehr viel Energie drin. Wirklich im Kreislauf. Und wir haben noch etwas, ich sage das ganz offen, vom Food-Bereich, etwas nehmen wir noch vom Teller, den Mais in etwa ein Drittel von dieser Primärenergiemenge, und das werden wir in 2-3 Jahren völlig weg haben. Dass wir nur die Reststoffe vom Feld und so weiter mit Stroh und Maisstroh und dass wir nichts mehr vom Teller nehmen. Leider sind in Österreich die Gesetze noch so, wenn man das Beste vom Teller nimmt, wird man belohnt mit einem Einspeiserief. Leider. Nur mehr in Österreich, sonst nirgends in Europa. Aber ich glaube, die Österreicher werden auch drauf kommen, dass das ein unsinniger Weg ist. Das letzte Kind bei uns ist 2010 geboren worden, die Seva Murek Sonnenenergie-Bürgerinnenanlage, wo wir uns mit der Direktnutzung der Sonne beschäftigen, Photovoltaikanlage, 320 Menschen haben Anteil gezeichnet und wir haben gesagt, der wenig Geld hat, kann mitmachen mit 2000 Euro mindestens, der was ein bisschen mehr Geld hat, maximal 10.000 Euro, kann auch mitmachen. Wer noch mehr Geld haben, den nehmen wir nicht. Also wir nehmen, ja, das ist das Sonderbare dabei und das hat sich recht gut bewährt und das läuft sehr, sehr gut. Bei allen 4 Unternehmen stehen in Wirklichkeit an die 1000 wirklich Besitzerinnen und Besitzer der Region dahinter und das läuft gut und wir erzeugen in Murek, in der Region Murek, mehr Energie als die Region braucht. In Summe sind das in etwa, wir kompensieren 19.000 Tonnen Erdöl pro Jahr, sparen uns 57.000 Tonnen CO2 ein pro Jahr und das Ganze hat in etwa einen Wert von 16 Millionen Euro, regionale Wertschöpfung. Und ich sage immer, egal welche Währung das ist, ist es der Euro, früher war es der Schilling, ne? Der muss sich in der Region drehen, die regionale Wirtschaft. Ne? Das machen wir und das hat guten Anklang, es kommen viele Besucher zu uns, wirklich aus allen Kontinenten, in etwa 4.000, 5.000, die sich das, die kleine Region anschauen und sagen, was ist da, von wem, von was reden die Leute, was ist da in Murek, ja, wir haben kleine Anlagen und sagen, das müsst ihr anschauen. Und unser Modell ist, kann man auf der ganzen Welt umsetzen, unser Modell, in etwas abgeänderter Form. Wir sind auch viel unterwegs. Ich war in Japan, war in China, war in Kanada, in vielen europäischen Ländern, halte Vorträge und es läuft sehr gut und die Menschen interessieren sich. Lade sie ein, sich auch zu interessieren draußen am Stand. Nicht genau. Mehr der Platz ist. Dankeschön. Der Platz ist quasi vis-à-vis hier, wenn man draus geht, bei den Ausgängen dann so in der Mitte. Ja. Also eigentlich beim Eingang zum anderen Kino haben Sie jetzt das. Sie werden mich finden. Genau. Und, Moment, ich hätte eine Nachfrage, dieses, Sie haben gesagt, man kann sich da einkaufen, ist man da dann Genossenschafter, weil das Prinzip ist, glaube ich, ganz wichtig. Man ist Besitzer der Anlage. Wir haben hier bei der letzten Firma eine GmbH und Co. KG, das heißt die Kommanditisten, sie sind immer Besitzer der Anlage und der Ertrag von der Sonne, ich sage von der Mureker Sonne, das scheint besonders gut, in Wien scheint ja keine Sonne, ja. Uns wollte man vorreden, die Sonne scheint nur in Afrika und dort den Strom zu erzeugen und die nach Europa zu leiten. Das haben wir nicht gemacht und das läuft gut. Wir haben auch, ich möchte dazu sagen, wir haben auch viele Probleme mit den Elefanten, sage ich immer. Der Elefant will die kleine Maus im Murek zusammentreten. Das lassen wir nicht. Wir sind sozusagen steirische Dickschellen. Wir halten das schon durch. Wir geben nicht auf. Aufgeben tun wir nur noch Briefe und Pakete, sonst nichts. Ja, vielen Dank. Also so kann es auch funktionieren, das ist eine andere Art von Unternehmen denken. Also alle sind sozusagen Eigentümerinnen und können auch mitreden. So, er hat das Mikro, quasi das Staffelholz, weitergegeben an den Stefan Beschorner von Ochsenherz. Ochsenherz, was steckt hinter dem Namen? Also Ochsenherz ist vielen Leuten bekannt näher als Paradeiser. Wir haben eigentlich unseren Namen von der Ochsenherz-Karotte gewählt und so ungefähr muss man die Karotte scheinbar auch essen. Ja. Die Ochsenherzkarotte ist auch draußen dann zu bewundern, wenn es will. Also das Gemüse heißt so. Das ist ein Karottentyp, ja, ja. Ein V-förmiger Karottentyp. Okay. Genau. Okay. Ich habe mir gedacht, vielleicht hat es auch irgendwas mit dem Herzenwirtschaften zu tun oder so. Inzwischen ist
ein Ochse mit einem Herz auch auf unserer Feld-WC-Tür gemalt worden. Also es hat sich schon eine Weiterentwicklung ergeben und vielleicht hat es andere Bedeutungen auch noch. Aber der ursprüngliche Gedanke war eigentlich von der Karotte. Von der Karotte. Jetzt müssen wir den Leuten verraten, was das besondere Landwirtschaftsprinzip ist, dieses Demeter-Betriebs, und was da die Menschen auch für eine besondere Rolle spielen. Ja, also wir arbeiten nach biologisch-dynamischen Kriterien. Also das ist die Landwirtschaftsmethode, die wesentlich vom Rudolf Steiner inspiriert worden ist. Das ist ein ganz wesentlicher Teil eigentlich von unserem Betrieb. Und das umfasst viele Maßnahmen. Am besten kann man es eigentlich charakterisieren durch den Aufbau oder das Ziel des Aufbaus eines Betriebsorganismus. Das heißt, dass man aus dem Standort, wo man arbeitet, etwas entwickelt und nur aus diesem Standort und den Menschen heraus, die dort tätig sind. Das bedeutet dann konkret, dass wir eben eine große Vielfalt an Gemüsen anbauen und eine Fruchtfolge machen und Begrünungen und so weiter, und dass wir auch viel Saatgut selbst vermehren und auch viele Jungpflanzen und Setzlinge. Und so gibt es eigentlich über die Jahre in diesem Kreislauf des immer wieder Anbauens, Saatgut gewinnen, anbauen, kriegen die Pflanzen oder das Saatgut eigentlich eine gewisse Identität, die sozusagen mit dem Standort verknüpft ist. Und zu diesem Betriebsorganismus gehören für uns auch noch die Konsumentinnen und Konsumenten dazu. Und wir haben also jetzt eben ein Jahr hinter uns. Wir waren bisher immer den Ochsenherz Gärtnerhof gibt es seit 10 Jahren. Wir haben 9 Jahre am Markt verkauft unsere Produkte, und das heurige Jahr war das erste Jahr, wo wir eigentlich umgestellt haben auf CSA, also Community Supported Agriculture. Wir nennen das in Österreich dann GELA, also gemeinsam Landwirtschaften. Und wir können mit unserem Betrieb ungefähr 200 Menschen versorgen. Die sind Ernteanteilnehmerinnen und finanzieren sozusagen, diese 200 Personen finanzieren das Betriebsbudget und können dafür eben von den Produkten, die es gibt, sich frei entnehmen, was sie brauchen. Also für uns gehören eigentlich die Konsumentinnen zu diesem Betriebsorganismus auch dazu, und an dem basteln wir. Ja, danke schön. Also auch ein ganz anderes Prinzip, wie Konsumentinnen und Produzentinnen verbunden sein können. Genau. Ja. Und ein wunderbares Beispiel, was man lokal wirklich erzeugen kann im Vergleich zu Kaffee, den wir dann halt viel importieren, oder? Ja, es gibt eine große Vielfalt an Möglichkeiten bei uns. Die Gemüsebautradition in Österreich ist eigentlich recht ärmlich, und wir versuchen das jetzt ein bisschen aufzubrechen und nehmen aus der ganzen Welt eigentlich Sachen, die gut bei uns wachsen, nehmen sie bei uns in Kultur und vermehren sie bei uns weiter und entwickeln sie bei uns weiter und machen da eigentlich was Neues draus, eine recht große Vielfalt, die es eigentlich ermöglicht, wirklich in der Ernährung auch umzusteigen und wegzukommen von dem Fleisch. Und so wie wir alle wissen, was das für Folgen hat, dass die gemüsebasierte Ernährung auch wirklich möglich wird und auch freudvoll wird und interessant wird. Vielen Dank. Er hat auch Beispiele Gemüse mitgebracht. Es ist wunderschön draußen aufgebaut. Danke. Last but not least, Heavy Pedals. Ich wollte auch jemanden aus dem Mobilitätsbereich einladen. Da gibt es viele Fahrradinitiativen und wir sollen natürlich viel mit dem öffentlichen Verkehr fahren und so. Und dann bin ich auf Heavy Pedals gekommen. Die machen Transporte mit Lastenfahrrädern. Wie ist denn die Idee entstanden? Kurz gesagt, wir haben die Firma so zu dritt gegründet. Und die Idee ist entstanden, also wir haben waren selber immer schon aktive Radfahrer, mehr oder weniger. Also in Wien ist es relativ sinnvoll, viel mit dem Rad zu fahren, und Auto ist in den meisten Fällen, sage ich mal, sowieso nicht notwendig. Und mein persönlicher Grund war, dass ich eben quasi der einzige Weg, den ich noch mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt habe, war, weil ich meine Videoausrüstung nicht mit dem Rad transportieren habe können. Und so bin ich zum Lastenrad gekommen, und so habe ich andere Leute kennengelernt, und wir haben dann gemeinsam ein neues Modell aus Dänemark importiert, das quasi das Prinzip von einem Lastenrad, das schon seit 100 Jahren gibt, irgendwie auf den neuesten Stand der Technik gebracht hat.
Und dann war halt die Idee, ob man das nicht anbieten kann als Unternehmen, dass man quasi auch anderen Menschen die Möglichkeit bietet, entweder so ein Rad zu kaufen, weil das teilweise noch immer recht schwierig war, oder auch Transporte zu erledigen. Genau, das heißt, so viel ich weiß, musste man die auch oft selber bauen, aber ihr habt da jetzt ein Modell, das ihr anbietet? Also wir haben jetzt viele Modelle, die wir anbieten, das sind alles eigentlich Serienanfertigungen, also das ist jetzt nichts mehr, was irgendwo in einer Hinterstube gebastelt wird. Von denen werden zigtausende verkauft, vor allem in Dänemark, Holland, in den nördlicheren Ländern. Wir haben bei einem Rad auch mitentwickelt, jetzt also weiterentwickelt. Also die erste Version haben wir in unserem Botinnenbetrieb im Einsatz gehabt und haben mal gesehen, was ist gut an dem Rad, was ist schlecht an dem Rad. Und haben jetzt mit einem Hersteller, der auch aus Wien kommt, Verbesserungen vorgenommen und jetzt in einer neuen Kleinserie quasi wieder neu aufgelegt. Und bei euch fährt eine Fahrradbotin, so viel ich weiß, die ist bei euch angestellt zu einem guten Lohn. Genau. Und wie oft muss die am Tag fahren? Also wir haben, nachdem wir drei auch schon Männer sind, war uns das auch relativ wichtig, dass wir nicht so ein Männerfreundschaftszirkel sind und dann wieder nur Männer anstellen, weil das gerade im Fahrradbotinnenbereich auch doch ein deutlich höherer Männeranteil noch ist, großteils. Deswegen haben wir nach circa 8 Monaten, nachdem wir die Firma gegründet haben, waren wir eben schon so weit, dass wir uns leisten haben können. Und es war uns eben von Anfang an wichtig, dass das eine Anstellung ist und keine Scheinselbstständigkeit oder so wie in vielen anderen Botinnenunternehmen in Wien auch üblich ist, zum Beispiel Miete zu zahlen für den Rucksack oder mit dem eigenen Rad fahren zu müssen. Genau, und sie fährt jetzt 20 Stunden, das sind 2,5 Tage die Woche und kriegt so in etwa 10 Euro Stundenlohn, wo viele Botinnen davon träumen können, also mit auch Urlaub, Weihnachtsgeld und das Fahrrad wird zur Verfügung gestellt. Also nicht nur ökologisch, sondern auch sozial durchgedacht, euer Unternehmen. Ja, wir versuchen es. Genau, das verdient... Wie man dieses Service in Anspruch nehmen kann, erfahrt ihr draußen auch beim Stehtisch von Florian Weber. Da gibt es dann Infofolder auch mit der Telefonnummer und es würde mich freuen, wenn das in Wien dann auch viele benutzen, wenn das populärer wird dadurch. So, danke schön. Wir schließen hier diese doch anstrengende Runde im großen Saal. Danke für die Aufmerksamkeit, dass alle so lange geblieben sind. Jetzt gibt es draußen Gelegenheit, solange ihr möchtet, zu den einzelnen Initiativen zu gehen, zu plaudern, euch mit Getränken und sonstigen Dingen zu stärken. Einen schönen Abend noch. Ja, in dem Film wurde sehr deutlich, dass es eigentlich ganz andere Werte sind, die Menschen glücklich machen, die Lebensqualität im Kern ausmachen. Und mein Gedanke dazu ist, dass wir uns überall auf der Welt auf die 10 wichtigsten Faktoren von Lebensqualität, Beziehungsqualität, Umweltqualität, Zeitwohlstand verständigen sollten und die dann auch zum Ziel des Wirtschaftens erklären sollten, auch in den Verfassungen feierlich verankern sollten und dann den Erfolg einer Volkswirtschaft an der Erreichung dieser Ziele messen sollten und damit das Bruttoinlandsprodukt ablösen sollten, egal ob das dann Bruttonationalglück oder Ökosozialprodukt oder nationaler Wohlstandsindikator oder Gemeinwohlprodukt heißt. Wichtig ist, dass die 10 oder 20 wichtigsten Variablen und Faktoren für Lebensqualität, die auf demokratische Weise ermittelt wurden, darin aufscheinen und die echte Lebensqualität der Menschen an einem bestimmten Ort in einer Region messen. Das ist die Makroebene und Systemebene und das Gleiche auch auf der Mikroebene des einzelnen Unternehmens oder der kleinen Wirtschaftseinheit. Deren Erfolg sollte in Zukunft daran gemessen werden, welchen Beitrag sie zur Erreichung des Bruttonationalglücks oder Gemeinwohlprodukts leistet. Und das heißt, dass man sowohl auf der Makroebene des Systems, der Volkswirtschaft, als auch auf der Mikroebene des einzelnen Unternehmens weggeht von der monetären Erfolgsmessung. Monetäre Erfolgsindikatoren sind Geldindikatoren. Eben das Bruttoinlandsprodukt ist ein Geldindikator auf der Systemebene und auf der
Mikroebene des Einzelunternehmens ist es der Finanzgewinn, weil diese Geldindikatoren, Finanzgewinn und BIP, uns nichts Verlässliches über auch nur einen der wesentlichen Werte, die wirklich zählen, etwas aussagt. Und deshalb sollten wir diese wirklich wesentlichen Werte, die zählen, direkt messen. Und das wäre dann die Erfolgsbilanz des Unternehmens und die Erfolgsbilanz der Volkswirtschaft. Auf der Unternehmensebene würden wir dann weitere 10 bis 20 Indikatoren ermitteln, gemeinsam begonnen bei so Fragen, wie sinnvoll ist das Produkt überhaupt, das das Unternehmen erzeugt, wie menschenwürdig sind die Arbeitsbedingungen, wie gerecht werden die Erträge verteilt, werden Frauen und Männer gleich behandelt, wie ökologisch wird produziert und wird Demokratie auch im Unternehmen, in der Wirtschaft gelebt. Also das waren schon 4 oder 5 Schlüsselfragen, vielleicht genügend 10, vielleicht sind es 20. Und diese Indikatoren werden auch gemessen, da muss man sie noch ein bisschen feiner definieren. Das ist derzeit das Herzstück der Gemeinwohlökonomie, nämlich die Gemeinwohlbilanz für jedes Unternehmen, die wir seit einem Jahr aufbauen in mittlerweile 6 Staaten in Europa. Und und je besser die Gemeinwohlbilanzen der Unternehmen in einer Volkswirtschaft sind, desto höher ist dann natürlich auch das Gemeinwohlprodukt in einer Volkswirtschaft. Und es müssen nicht alle Volkswirtschaften das gleiche Gemeinwohlprodukt erstellen, sondern da es sich um vielfältige Demokratien und Kulturen handelt, kann natürlich auch jedes Land seinen eigenen Wohlstandsindikator erstellen, sein eigenes Gemeinwohlprodukt. Dann müssen sie sich auch nicht mit anderen vergleichen, sondern nur mit sich selbst. Und das wäre eine sehr sinnvolle Vorgangsweise, nämlich, dass man sich Ziele setzt, nämlich an den Werten, die man für die wichtigsten hält. Und dann kann man eben schauen, ob man sich in Richtung der Werte und Ziele entwickelt, die man sich gesetzt hat. Du hast vorhin gesagt, etwas zeichnet die Menschen gesamt aus. Was war das? Ich bin zutiefst davon überzeugt und das wird auch durch Weltwertestudien bestätigt. Wenn sich Menschen irgendwo auf der Welt zusammensetzen und die 10 wichtigsten Variablen für Lebensqualität gemeinsam ermitteln, dann sind die auf der ganzen Welt mehr oder weniger die gleichen. Danke.